Sommer, Sonne, Strand und Meer, den Winter, den möchte ich jetzt nicht mehr. Ja, da denken viele Hobbygärtner wahrscheinlich schon genauso wie ich. Aber bis wir wieder um 9 Uhr abends im hellen Garten stehen können und die Pflanzen gießen und später auch unser eigenes Gemüse ernten können, ist noch ein bisschen weit weg. Und deswegen werden wir heute in dem Video nochmal mit allen Fragen zur Jungpflanzenanzucht aufklären. Denn tagtäglich erreichen mich immer noch viele Fragen mit welchem Licht, welche Erde, welches Saatgut, welche Töpfe, welche Schalen, wie beschriften und so weiter. Und diese Fragen werde ich heute mal ein für alle Mal beseitigen. Denn hier seht ihr schon mal meinen Anzuchtraum und ich werde euch heute komplett alles zeigen, was wir für die Anzucht und fürs Pikieren benutzen. Pikieren, falls euch das nur interessiert, könnt ihr schon vorspringen. In der Videobeschreibung findet ihr dazu passende Timesteps mit den Themen, die euch interessieren könnten. Ja, Jungpflanzen angießen, immer wieder ein spannendes Thema. Wir haben immer noch die Ballbrause. Das sanfte Angießen ist super wichtig, um zum Beispiel auch keine Saat wegzuspülen. Ballbrausen kann man sich aber auch ganz einfach selber machen. Einfach mit einer Nadel in eine Plastikflasche Löcher reinpieksen in den Deckel. Dann habt ihr eure eigene Ballbrause. Effektive Mikroorganismen und Bokashi, auch das Thema bei mir relativ neu. Bald geht's damit los. Hier seht ihr meinen kleinen Vorrat noch an Anzuchtschalen. Viele sind im Betrieb. Die bewahre ich mir einfach immer auf, wenn die mal anfallen. So kann man dann ja die wiederverwenden und hier seht ihr auch sehr viele Paprikas gerade drin, die wir später noch pikieren werden. Und diese Schalen gibt es zum Beispiel auch beim Friedhof. In der Hauptsaison gibt es sie dort sogar in Massenweisen. Ihr könnt dort die Töpfe einfach kostenlos wegholen. Die meisten Friedhofsbesitzer sind auch recht froh, wenn sie nicht alles entsorgen müssen. Leider nicht kostenlos, aber dennoch nicht so teuer sind diese Anzuchtschalen hier. 4x24er Schalen mit Untersetzer habe ich, glaube ich, für 29,90 bestellt. Da werde ich euch in der Videobeschreibung mal welche verlinken. Und diese sind besonders sinnvoll, weil ihr damit viele Pflanzen auf einmal hin und her tragen könnt. Ihr spart euch ein bisschen Platz. Und gerade im April, wenn die Pflanzen das erste Mal auch an die frische Luft könnten und ihr die täglich hin und her tragen müsst, dann ist es natürlich sinnvoll, solche Platten zu nutzen. Ja, Anzuchtlicht, auch das ist immer wieder eine Frage. Ich habe hier ein Profi-LED-Licht mit 200 Watt. Ich habe aber auch diese ganz normalen, billigen 30 bis 45 Watt LED-Panels. Was da besser ist, habe ich schon mal ein Video gemacht und warum das besser ist, kann ich euch auch sagen. Rotes und blaues Licht sollte auf jeden Fall enthalten sein. Rotes Licht lässt die Pflanzen wachsen. Blau hemmt allerdings die Pflanzen, lässt sie kompakt und buschig wachsen. Rot habt ihr zum Beispiel im Sonnenaufgang und im Sonnenuntergang auch sehr offensichtlich drin. Blau ist im Tageslicht in der Mittagssonne am höchsten. Das solltet ihr also beachten. Ja, was habe ich noch so im Keller hier so rumliegen? Die ersten Blumensaaten sind schon so weit. Könnt ihr mal diesen ganzen Tisch sehen? Da steht schon eine Kiste mit Tomatensorten, 50 Stück. Ja, und hier, das sind keine Kekse, natürlich nicht. Wer kennt's? Genau, wir haben hier Weizensaatgut. Dafür haben wir noch sehr, sehr viel über. Ob wir es dieses Jahr noch mal anbauen, weiß ich nicht, weil die Tiere uns das letztes Jahr vor der Ernte weggegessen haben. Da waren die Vögel leider schneller. Eine Schaufel sollte auch nicht fehlen, könnt ihr immer gebrauchen, um die Erde in die Schalen zu füllen. Zollstock, warum der wichtig ist, das zeige ich euch gleich nochmal bei der Anzucht. Wir werden unter anderem gleich Physalis, Pepino und Erdnüsse nochmal vorziehen. Ja, und so sieht dann mein ganzer Vorrat an Blumenwiesen, an Resten aus. Das ist all das, was ich noch über habe. Geschenkdosen mit Blumensaatgut und so weiter. Da ist wirklich noch eine Menge von da. Rechts, mein Saatgutregal wird auch immer leerer von Aussaat zu Aussaat. Tomaten wird jetzt noch die letzte Aussaat im Haus sein und ab dann werde ich auch alles draußen im Folientunnel vorziehen. Hier seht ihr schon die ganzen Paprikas, die wir gleich pikieren. Kleiner Spoiler an euch schon mal, es sind am Ende 250 Paprikas geworden mit den Chilis und den anderen Jungpflanzen. Habe ich da jetzt tatsächlich schon 350 Jungpflanzen im Keller? Und wartet bis zum Ende, schaut euch das mal an, wie viel das doch letztendlich ist. 4 Stunden war das eine Arbeit. Ja, unten unterm Tisch habe ich dann meinen ganzen Vorrat von Bokashi, effektive Mikroorganismen, das, was dann bald ansteht. Hier seht ihr schon die Anzuchterde, aromatisch, torffrei, nachhaltig und vegan aufgedüngt, heißt ohne Hornspäne zum Beispiel. Und da seht ihr nochmal die Töpfe und die Schalen, die ich so für die Anzucht verwende. All das, was ich euch hier gerade erzähle, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung aufgelistet. Das heißt, wenn ihr irgendwas davon gebrauchen könnt, dann schaut mal gerne da rein. Ich habe euch ein paar Sachen in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann legen wir mal los mit der ersten Aussaat und zwar ist das jetzt Erdnüsse. Aussaat ist eigentlich immer wieder das gleiche Spiel. Man benutzt eine Schale. Ich bewahre die jetzt immer im Sommer auf. Da sind zum Beispiel, fallen immer mal wieder welche an, bei Grillfleisch zum Beispiel.
Und diese Schalme fülle ich dann erstmal mit Anzuchterde. Ganz simples Spiel. Wichtig ist aber, was viele nicht machen und was dann leider ein Problem ist bei der gleichmäßigen Keimung, nicht einfach Erde reintun und Saatgut drauf. Das Andrücken und das wirklich gleichmäßige Andrücken ist super wichtig, denn dann sorgt ihr für eine gleichmäßige Keimung. Stellt euch vor, ihr wollt später die Paprikas pikieren, aber die ersten sind noch gar nicht gekommen, die zweiten müssen dann leider schon pikiert werden und ein gleichmäßiges Wachstum, eine gleichmäßige Keimung hat auf jeden Fall bei euch nur Vorteile. Hier, da mache ich jetzt eine kleine Brücke zwischen eine kleine Mauer, denn ich habe ein kleines Experiment. Die vorderen Erdnusssamen, die habe ich 4 Stunden Wasser eingelegt. Das soll so ein bisschen die Keimung beschleunigen. Und dahinter die Erdnüsse, die kommen direkt aus der Saatgutpackung da rein. Die sind nicht vorher in Wasser eingeweicht, was letztendlich besser klappt. Das werde ich euch erst in einem der nächsten Videos erzählen können. Aber ich bin tendenziell schon der Erwartung, dass die in Wasser eingelegten Erdnüsse deutlich schneller keimen. Ob so ist, das werden wir dann sehen. Ja, mit dem Zollstock hier können natürlich auch alles andere nehmen, aber ich finde einen Zollstock immer super, kann man super die Erde mit glatt ziehen und dann auch andrücken. Ja, und dann das Ganze natürlich wieder sanft mit der Ballbrause angegossen. Weiter geht's mit den nächsten Aussaaten. Birnmelon, also Pepino, kennt ihr vielleicht auch. Dann machen wir weiter mit Auberginen, Physalis und Zwiebeln, Exhibition, Gemüsezwiebeln nochmal. Die habe ich jetzt nochmal nachgesät, denn ich habe jetzt erst die Anzuchtplatten bestellt. Und da kommen dann die Zwiebeln auf jeden Fall bald rein und die stelle ich dann ins Gewächshaus. Hier seht ihr das Zwiebelsaatgut, sehr, sehr schön, diese schwarzen Körner. Ja, jetzt machen wir uns mal ans Pikieren. Und Pikieren ist wirklich genauso einfach quasi wie die Anzucht. Ich pikiere mal bei diesem Stadium, ihr seht hier die ersten Blattpaare schieben sich nach den Keimblättern raus und ich hätte natürlich noch länger warten können, aber so größer die Pflanzen werden, desto mehr Wurzeln bilden sie auch und ihr könnt dort mehr beschädigen, deswegen bin ich hier immer ein Freund vom frühen Pikieren. Ja, die Erde, die ich hierfür nutze, ist jetzt Professional Grow Mix von Flora Garden, eine super lockere Struktur, echt super. Das Weiße da drin, das ist kein Styropor, das ist das Vulkangestein Perlite, viele kennen es vielleicht, das verbessert so ein bisschen die Luftkapazität in der Erde. Heißt, ihr habt eine lockere Struktur, eine gute Luftkapazität und diese Erde, die habe ich jetzt dieses Jahr zwar das erste Mal, aber die hört sich von den Eigenschaften schon mal sehr gut an. Vorher habe ich immer mit der TKS2, mit dem Topfkultursubstrat gegärtnert, auch sehr erfolgreich und das ist jetzt mit Perlite und Trichoderma nochmal ein kleines Upgrade. Trichoderma, für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein kleiner Pilz, der in der Erde mit drin ist, ein gutartiger, der stärkt eure Pflanzen nochmal auf natürliche Art und Weise. Aufgedüngt ist diese Erde jetzt auch, ich sage ja mal nährstoffarm aussäen, damit sich erstmal Wurzeln bilden. Jetzt beim Pikieren, da sollten schon ja einige Nährstoffe drin sein, denn sonst wird das bis Mitte Mai sehr, sehr lang mit der Nährstoffversorgung. Beziehungsweise mit dem Nährstoffvorrat auch für den Pflanzen. Wann dünge ich das erste Mal? Das ist tatsächlich dann erst beim Auspflanzen im Mai. Vorher, ja, Nährstoffknappheit ist gut, wenn eure Pflanzen gelb werden, dann solltet ihr auf jeden Fall trotzdem drüber nachdenken, ob ihr nicht vielleicht mit einem Flüssigdünger nachdüngt. Aber bei der Erde, da brauche ich es zum Beispiel nicht. Ja, die Beschriftung, ganz einfach hier mit Nummern. Jede Menge Paprika werden da jetzt gleich pikiert. 250 Stück insgesamt hat es, glaube ich, 4 Stunden gedauert. Wir haben zwischendurch auch immer mal eine kleine Pause gemacht und gefilmt. Aber dieses Pikieren, das ist dann letztendlich auch trotzdem immer eine große Arbeit. Hier seht ihr das Ganze schon mal vorbereitet. Schaut euch das mal an, wie viele Töpfe da das dann auf einer Fläche sind. Erstmal haben wir diese Töpfe dann mit Erde befüllt bis zum Rand. Diese Struktur ist sehr locker, das heißt spätestens, wenn ihr nachher angießt und auch in den ersten Tagen danach, wird die Erde bis auf 3/4 absinken. Und das ist auch wirklich das Gute daran. Diese Erde ist wirklich super locker und das hat den Vorteil, dass die Erde absickert und ihr könnt nach und nach immer noch wieder mit Erde nachfüllen. Gerade bei Tomaten hört man ja immer, das ist super wichtig, dass die dann auch noch an dem Stiel Wurzeln bilden können. Aber bei Paprika ist es mindestens genauso wichtig für die Stabilität. Ja, Daumen hoch für diese Erde und natürlich für dieses Design. Ich finde auch bei einer Erdentüte, das Optische, das sollte natürlich stimmen, sieht sehr, sehr cool aus. Aber wenn wir auf die Rückseite schauen, auch der Inhalt überzeugt natürlich mit Trichoderma und Perlite. Echt ein tolles Substrat. Ja, dann geht's los mit dem Pikieren. Wie gesagt, sehr, sehr einfach. Ich nutze auch keinen Pikierstab. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele andere Möglichkeiten. Da braucht man sich jetzt nicht extra was für kaufen. Kann man auch einfach, wie wir jetzt, einen Eisstiel nehmen. Der ist sogar noch ein bisschen
handlich habe, weil es nicht so ein großer Holzklotz, sage ich mal, in der Hand ist. Mit diesem Eisstiel kann man super einfach die Pflanze hochhebeln. Und es gibt zwei Möglichkeiten, das Ganze zu bekieren. Einmal mit dem Finger ein Loch machen und die Pflanze reinsetzen. Das ist so das Standardmäßige, dann das Ganze natürlich ein bisschen andrücken. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist, okay, ich zeige euch erst hier nochmal einmal mit dem Finger die Methode Nummer 1. Das Ganze einmal ein tiefes Loch drücken, dann die Pflanze rein, wieder andrücken und so die Erde dann schon mal ein bisschen runterdrücken. Ja, dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, die Pflanze einfach draufzulegen und dann den Wurzelballen so tief in die Erde zu drücken, wie man die Pflanze haben will. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal so anschauen, es ist wirklich eine Menge. Wie viele Paprika-Jungpflanzen habt ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Seid ihr da so verrückt wie ich? Und habt 250 Jungpflanzen oder sind es bei euch eher weniger? Hier auch eine sehr coole Sorte, die Paprika Roviga. Ähnelt ein bisschen der Paprika Pantos. Ist eine Spitzpaprikasorte, sehr, sehr lang. Sehr, sehr gut. Zweite Methode beim Pikieren. Erstmal die ganzen Pflanzen rausheben, auf die Töpfe legen. Und dann einfach den Wurzelballen in die Erde drücken. Klar könnt ihr dort ein bisschen was schädigen an den Wurzeln, aber diese Methode ist für die Masse einfach super. Und wenn dann mal eine Pflanze vielleicht nicht überlebt, dann ist es so, beim Pikieren solltet ihr aber dennoch darauf achten, dass ihr die stärksten, ja, vorgezogenen Pflanzen nimmt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 10 vorgezogen habt, alle 10 sind gekeimt, es sind aber dann letztendlich nur 5, die gebraucht werden, dann sucht euch die 5 stärksten raus. Das ist auch noch so ein Vorteil vom Pikieren, dass man sich dann die Pflanzen auswählen kann. Erstmal wieder Methode 1, Pflanzloch buddeln, rein, Pflanze reinsetzen. Dann Methode Nummer 2, den Wurzelballen einfach in die Erde drücken. Bisschen ans Erde wieder dran. Und die Nummer natürlich dran. 25 ist hier in diesem Fall bei uns die Sorte Costas. Wie weit seid ihr eigentlich mit eurer Jungpflanzenanzucht? Was ist das nächste, was ihr anzieht? Lasst es mich gerne wissen und schreibt einen Kommentar zu diesem Video, wenn ihr Fragen zu Jungpflanzen habt. Ich hoffe, ich habe natürlich alle euch heute in diesem Video beantwortet. Falls dennoch Fragen zur Anzucht übergeblieben sind, gerne auch unter diesem Video oder privat per private Nachricht auf Instagram oder auf Facebook. Hier nochmal, das ist kein Zeitraffer, aber mega schnell die Taktik. Die Pflanzen einfach in die Erde drücken, ein bisschen Erde dran und schon habt ihr die Pflanzen pikiert. Ja, hier auch nochmal ein kleiner Blick auf die fertig pikierten Pflanzen. Angießen ist jetzt natürlich noch sehr, sehr wichtig und dort könnt ihr auch mal sehen, wie dieses lockere Substrat die Erde aufnimmt. Bei den Aufnahmen, ich habe wirklich wow gesagt zu Niklas, guck mal, wie diese Erde das Wasser aufnimmt. Das ist echt, ich habe es hier doch nochmal demonstriert für Niklas, weil diese Wasserspeicherfähigkeit, wie sich das Wasser dann an den Fasern festhält, das ist schon sehr gut. Hier seht ihr mal die andere Erde, TKS2 bei den Chilis. Und jetzt am Ende, das war's dann auch mit dem Pikieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne einen Daumen nach oben geben, falls ihr Fragen zur Jungpflanzenanzucht habt. Gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass ihr hier jetzt noch auf ein weiteres Video von mir klickt. Ansonsten, ja, bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hoffe, wir haben bald 30 Grad und können im Garten stehen. Ich hoffe, ihr seid auch so aufgeregt wie ich. Und dann sehen wir uns bald, hoffentlich auch wieder im Garten bei besserem Wetter. Ciao.